bin heute im Astanweg in Kaiserslautern, ein Brennpunkt. Uns ist es sehr wichtig, dass wir hier was für die Menschen tun. Es leben viele Kinder hier. Manfred Schulz ist dabei. Er kümmert sich sehr stark in Kaiserslautern darum. Manfred, was hast du vor? Ja, wir haben vor, diese Blöcke nach und nach zu sanieren. Nicht alle auf einmal, aber es muss endlich angegangen werden. Wir sind jetzt gerade hier in so einem Block, man sieht sich um. Wir sind sehr betroffen über die Situation, in der die Menschen hier leben müssen. Hier leben viele Familien mit Kindern in Zuständen, die unzumutbar sind. Und wir gehen das endlich an, dass hier Mittel in den Haushalt bereitgestellt werden, damit die Blöcke saniert werden können. Voraussetzung ist allerdings, das Land muss mitspielen und den Haushalt genehmigen. Das ist genau der Punkt. Ich nehme hier wahr, dass die SPD sich hier nicht drum kümmert. Ich bin froh, dass es der Manfred macht mit der CDU. Das ist wirklich ein Politikum hier. Wir haben hier denen, die unterstützen, die Unterstützung auch zugesagt. Und ich werde deshalb zu einem runden Tisch einladen, bei dem auch die Landesebene mit an den Tisch muss. Hier braucht es eine Lösung für die Menschen. Kinder kann man so nicht in diesen Situationen lassen. Es braucht Wärme, es braucht Heizung, es braucht Toiletten. All das ist nicht da. Manfred, wir machen das gemeinsam.